Arnold Schwarzenegger hat in einem Interview gesagt, dass Kindergartenkopf sein persönliches Highlight aus seiner ganzen Filmografie ist. Kann ich das verstehen? Nein, irgendwie absolut gar nicht. Wobei natürlich der Kindergartenkopf ein anderer Arnie ist als der Arnie, den wir mehr oder weniger kennen und lieben. Natürlich, wir haben keinen Predator-Jäger, wir haben keinen Terminator aus der Zukunft und wir haben vor allem keinen John Matrix, den coolsten Charakter ever, sondern wir haben Arnie in einer Komödie. Wobei mein großes Problem mit Kindergartenkopf gar nicht die Tatsache ist, dass Arnie einen kompletten Stilbruch wagt, weil immerhin gibt es auch im Kindergartenkopf durch die Shut Up-Szene irgendwie typische Arnie-Momente. Arnie kommt in dem Film grundsätzlich auch wahnsinnig sympathisch und unglaublich cool rüber, schafft es also auch, den Film so zu transportieren, dass er wirklich Spaß macht. Mein größtes Problem mit dem Film liegt eigentlich im Drehbuch verborgen und darin, dass für einen Schauspieler wie Arnie beziehungsweise einen Regisseur wie Ivan Reitman das Ganze doch irgendwie herzlich unkreativ und 0815-mäßig runtergekurbelt rüberkommt. Ja, Arnie hat seinen Erzrivalen, ja, Arnie muss in den Kindergarten. Weitergedacht wurde diese Prämisse, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, irgendwie, da war es schon vorbei mit Arnie als Kindergartentante und Hollywood hat gesagt, haha, lustig, machen wir. Das wäre nur noch schöner, wenn dann nächste Woche wer kommen wäre und gesagt hätte, Arnie wird schwanger. Naja, auf jeden Fall, dann kommen so unsäglich forcierte Plot-Devices daher, wie eben, wer ist jetzt eigentlich die Familie von diesem Gangster oder die ganze Sache mit dem Frettchen, wo man eben wirklich einerseits teilweise das Gefühl hat, dass die Laufzeit von dem Film schon eher künstlich gestreckt wurde und man andererseits einfach das Gefühl bekommt, dass gewisse Sachen und gewisse Plot-Elemente absolut forciert sind und dahingehend ziemlich unfasslich, eigentlich sogar ungeschickt in den Film integriert wurden. Aber trotzdem schafft es Arnie einfach aufgrund seiner Präsenz und aufgrund seiner sympathischen Art, dass Kindergartenkopf ein unglaublich unterhaltsamer Film ist. Er ist dabei weder peinlich noch unangenehm anzusehen, vielleicht bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Arnie macht sich in dem Film überhaupt nicht lächerlich, sondern kommt, wie er ist, bodenständig, sympathisch, natürlich rüber und man merkt Arnie doch gerade über solche Rollen am meisten an, dass er auf seine gesamte Karriere mit einem gewissen Augenzwinkern blickt. Und da ist wiederum dieses Interview, wo Arnie gesagt hat, dass es eben sein persönliches Karriere-Highlight ist, für mich auch eigentlich wieder eine relativ sympathische Geste, weil Arnie, denke ich, dann doch im Endeffekt sehr wohl weiß, dass Kindergartenkopf sicherlich nicht der Film ist, der seiner Karriere am meisten geholfen hat. Dass es sicherlich nicht der beste Film ist, an dem er jemals mitgewirkt hat, aber dass er einfach seine Arbeit an dem Film so sehr schätzt, dass er das für mich eher so eben rübergebracht hat, als waren das wahnsinnig angenehme, entspannte Dreharbeiten, als hatte er da Spaß und vor allem, als konnte er endlich mal was anderes machen, weil dafür, dass eben Arnie wirklich als nicht schauspielen könnender Bodybuilder in Hollywood gelandet ist mit Hercules in New York, hat er ja wirklich eine steile Karriere hingelegt und hat sich auch, was sein Schauspiel betrifft, extrem verbessert. Und er hat es im Gegensatz zu eben allen, fast allen anderen Bodybuildern im Filmgeschäft geschafft, nie typecastet zu werden und nie einfach nur in einer Ecke des Filmspektrums zu bleiben und von dort nicht wegzukommen. Nein, Arnie hat Komödien gedreht und auch wenn es definitiv nicht die lustigsten Filme aller Zeiten sind, mir persönlich hat Kindergartenkopf eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Arnie war cool und auch wenn das Drehbuch einige absolut offensichtliche Lücken hat, ist Kindergartenkopf eben, wie gesagt, kein Meilenstein der Filmgeschichte, den man sich mit voller Aufmerksamkeit anschauen muss, sondern zu einem gewissen Grad ein Film, von dem man sich gerne mal ein bisschen berieseln lassen kann, wo man vielleicht über das ein oder andere hinwegsehen kann und wo man auf jeden Fall vor allem wegen dem genialen Arnie definitiv Spaß hat.